Und wird geschlossen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, Bundesparteitag zur Sozialpolitik im Jahr 2019. Das ist der Antrag TOSO10. Sie finden ihn auf Seite 26 im Antragsbuch. Und ich darf einen der Antragsteller um Begründung bitten. Das ist dann Herr. Ja, meine Damen und Herren, jetzt also geht es wirklich hier um innenpolitische, um sozialpolitische Fragen. Es wird jetzt hier diskutiert, ein Papier, ein Antrag zur Sozialpolitik, wo die Alternative für Deutschland nach ihrer eigenen Einschätzung definitv Nachholbedarf in der Programmatik hat. Das flutscht ja durch heute. Es spricht Björn Höcke aus Thüringen. Parteitag zu kommen. Sehr schön. Jörg Meuthen hat schon einige wichtige Ausführungen gemacht, wo wir stehen in der sozialpolitischen Debatte, wie breit unser Feld ist, in dem wir hier operieren, in diesem wichtigen Feld der Sozialpolitik. Und er hat, und dafür bin ich ihm durchaus dankbar, als Bundessprecher schon deutlich gemacht, dass er zumindest und ich denke auch große Teile des Bundesvorstandes Ja sagen zu einem Bundesparteitag im kommenden Jahr, der zumindest eine sozialpolitische Schwerpunktbildung durchführt. Und dafür sage ich von dieser Stelle schon mal Dankeschön. Liebe Freunde, mit dem Einzug in Hessen und in Bayern werden wir, und wer zweifelt daran, den 15. und 16. Landtag in Folge erobert haben. Die AfD ist damit die erfolgreichste, weil notwendigste Parteineugründung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und darauf dürfen wir und darauf müssen wir stolz sein. In Essen, liebe Freunde, und ich erinnere gerne daran, weil ich auch auf diesen Parteitag sehr stolz bin, jetzt noch und im Rückblick in Essen, haben wir den Weg in die Juniorpartnerschaft, haben wir dem Weg in die Juniorpartnerschaft eine klare Absage erteilt. In Essen, liebe Freunde, haben wir der neoliberalen Ausrichtung unserer Partei eine klare Absage erteilt. Wir haben einer falsch angelegten Globalisierung mutig und selbstbewusst den Federhandschuh vor die Füße geworfen. Und dort liegt er immer noch. Wir haben, liebe Freunde, diesen gerechten Kampf begonnen, um unseren Kindern eine freie und selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Und wir werden diesen Kampf erfolgreich beenden. Damit uns das gelingt, diesen Kampf erfolgreich zu beenden, dürfen wir uns nicht ins Spannungsfeld von Internationalität und Solidarität hineinziehen lassen. Das ist das Spannungsfeld, in dem die Kartellparteien operieren müssen oder operieren wollen. Wir haben ein Privileg, und wir sollten es nicht aus der Hand geben, ein Privileg als einzig authentische Heimatpartei. Wir müssen in keinem Spannungsfeld operieren. Wir können, wir sollten und wir werden im Kraftfeld von Identität und Solidarität operieren. Denken wir also Identität und Solidarität zusammen, auch und vor allem in einem zentralen Politikfeld, das über die Zukunft dieses Landes mitentscheiden wird, im Bereich der Sozialpolitik mit den Unterfeldern Gesundheit, Rente und Pflege. Denken wir Identität und Solidarität zusammen, und dann werden wir Volkspartei werden, und zwar die einzige relevante Volkspartei der Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin der festen Überzeugung, das ist meine Lageanalyse der Lage in Deutschland, in Europa und der Welt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die AfD die Partei des sozialen Friedens bleiben und sich noch verstärkt als Partei des sozialen Friedens in das Bewusstsein der Menschen in diesem Land bringen muss. Politik lebt auch immer von Symbolen.
und lebt auch davon, dass man das eigene politische Wollen, in symbolträchtige Handlungen übersetzt und den Menschen draußen die eigenen Zielsetzungen verdeutlichen kann. Liebe Freunde, lasst uns deswegen im kommenden Jahr, und das ist noch ein gutes Jahr hin, vielleicht um dieselbe Zeit, in der wir uns jetzt hier gerade in Augsburg versammelt haben, lasst uns in einem Jahr etwa in einem der drei wahlkampfführenden Ostländer Thüringen, Brandenburg oder Sachsen versammeln, um dort einen Bundesparteitag durchzuführen, der ein großes Zeichen geben wird, nämlich das Zeichen, dass die AfD die Partei des sozialen Friedens ist. Die soziale Gerechtigkeit, der soziale Friede wird dort in diesen drei Wahlkämpfen von zentraler Bedeutung sein. Lasst uns dieses Thema ganz oben auf die politische Agenda setzen mit der Wahl des Ortes im Osten und mit der Wahl des Schwerpunktthemas. Wenn wir das tun, liebe Freunde, dann verspreche ich euch, dass wir dort im Osten Geschichte schreiben werden. Unsere Zielsetzung in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen ist keine andere, als Ende 2019 zur stärksten Partei des Ostens aufgerückt zu sein. Und unsere Zielsetzung, und das ist nicht vermessen, sondern das ist nach einer eingehenden Lageanalyse realistisch. Unsere Zielsetzung muss es darüber hinaus sein, den ersten blauen Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Deutschland zu stellen. Ich möchte abschließend in der gebotenen Deutlichkeit darauf hinweisen. Ich habe eingangs von der historischen Erfolgsmission der AfD geredet. 15. und 16. Landtag hier in Kürze in Folge erobert. Das ist fantastisch. 2019, liebe Freunde, können wir, wenn wir diese Zielsetzung erreichen sollten, die ich gerade artikuliert habe, nicht nur Bundesländer verändern, dann können wir tatsächlich dieses Land zum Guten verändern. Und das muss unsere Aufgabe sein und unsere Zielsetzung sein. Ich freue mich auf die Diskussion im Bereich der Rente. Sie wird lebendig werden, sie wird kontrovers werden. Und wir sollten uns auch nicht scheuen vor einer harten inhaltlichen Auseinandersetzung. Wir sind die Partei der Konsensstörung. Und das dürfen wir durchaus auch innerhalb der Partei so leben, liebe Freunde. Zum Schluss ein Vorschlag. Und das sage ich jetzt als Thüringer Fraktionsvorsitzender und Thüringer Landesvorsitzender. Und das soll auch ausdrücken, dass ich mich gerne in den Dienst der Sache stelle. Ich möchte gerne, dass dieser Bundesparteitag 2019, im Sommer 2019, zur Vorbereitung der Landtagswahlen 2019 in dem Bundesland, in dem Landesverband stattfindet, das wie kein anderes und wie kein anderer beispielgebend ist im Einsatz für die Rettung unseres Landes, im Einsatz um eine grundsätzliche politische Wendung. Ich wünschte mir, dass dieser Bundesparteitag mit sozialpolitischer Schwerpunktsetzung im Freistaat Sachsen stattfindet. Ich danke euch. Björn Höcke war das, meine Damen und Herren, der hier doch deutlichen Applaus bekommt, der Delegierten. Er hat die erste Rede gehalten zu Beginn der sozialpolitischen Debatte. Und da gibt es durchaus zwei Flügel, die wir hier erleben werden. Das eine ist der tendenziell nationalkonservative mit Björn Höcke, der eine deutliche Ausweitung haben möchte der Sozialpolitik. Ich glaube wirklich, dass dieser Bundesparteitag, wenn er dann kommt, sich mit Sozialem beschäftigen kann und jetzt sollte. Jetzt erstmal wieder eine Geschäftsordnungsbeitrag. Warum ich hier stehe, ist aber dennoch, wir werden den ersten blauen Ministerpräsidenten stellen und das ist die AfD. Und wir sind das alle. Und es ist nicht nur, und das war hier eine Grundsatzrede von dir als Flügel, das ist in Ordnung, aber ich möchte, auch weil du recht hast, es gibt Symbolpolitik, möchte ich uns allen die Möglichkeit geben, diesem Vorschlag zuzustimmen, aber ohne dass es gewertet wird als Plebiszit für den Flügel. Das ist alles. Dann am Saalmikrofon Gelb. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich mich für den Antrag ausspreche, dass Herr Hansel glaubt, ich würde nachher nach Hause fliegen. Ach, ich versuche es trotzdem mal. Völlig unabhängig davon, ob man die inhaltlichen
Schwerpunkte, die Herr Höcke gelegt hat, teilen möchte oder nicht, so glaube ich und bin felsenfest davon überzeugt, dass wir ganz zweifelsfrei einen Parteitag brauchen, um die sozialen Gesichtspunkte tatsächlich im Programm festzuzurren, um auch unseren Mandatsträgern etwas an die Hand zu geben, was die Partei gerne als Programmatik in den Parlamenten, in den einzelnen Parlamenten umgesetzt haben möchte. Mit Blick auf die Rentenpolitik habe ich in der letzten Zeit als nicht besonders aufmerksamer Leser der Presse ganz unterschiedliche Ideen gehört und gelesen von einzelnen Protagonisten, wie sie sich unsere Rente vorstellen. Vielleicht würden wir helfen, wenn wir als Partei unseren Abgeordneten etwas an die Hand geben, an dem sie sich orientieren können und mit welchen Aussagen sie vor die Presse treten können oder mit welchen Aussagen sie besser innerparteilich nach Mehrheiten buhlen, um dann das in die Programmatik aufzunehmen. Vielen Dank. So, dann haben wir einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte sehr. Der nächste Geschäftsordnungsantrag. Ja, meine Damen und Herren, ich betrage Ende der Debatte und Abstimmung. Ich glaube, jedem ist klar, worum es hier geht. Wir können uns dafür entscheiden, ob wir einen Parteitag haben, um programmatisch etwas festzulegen, oder ob wir weiter im Nebel schwimmen wollen. Das ist, glaube ich, jedem klar geworden. Der Applaus hat es gezeigt. Wir brauchen hier nicht weiter darüber diskutieren. Das eigentliche wichtige Thema kommt hier nach. Und deshalb bitte ich darum, Ende der Debatte, Abstimmung darüber, und dann wissen wir mehr. Das war wieder Christian Blecks aus Nordrhein-Westfalen, der erneut dafür plädiert hat, keine Debatte hier durchzuführen. Kann er wohl nicht sagen, dass wir den Parteitag thematisch festlegen nach zwei Rednern hier. Also da Ende der Debatte ist schon etwas unverschämt. Es stehen sehr viele an dem Mikrofon, deswegen bitte ich den Geschäftsordnungsantrag abzulehnen. So, es liegt ein Geschäftsordnungsantrag auf Ende der Debatte vor. Sie haben eine Rede und eine Gegenrede gehört. Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Ende der Debatte zustimmen möchte, bitte ich um die blaue Stimmkarte. Dankeschön. Wer gegen Ende der Debatte ist, bitte ich um die rote Stimmkarte. Schwer zu sagen von hier oben. Möglicherweise ist Nein jetzt in der Mehrheit. Für den Antrag auf Schluss der Debatte. Nein, ja ist die Mehrheit, sagt die Sitzungsleitung. Also auch diese Debatte, die interessant zu werden versprach, ist hiermit dann beendet. Änderungsanträge liegen uns hier nicht vor. Und wir kommen damit zur Abstimmung in der Sache. Jetzt wird also dieser Antrag zur Sozialpolitik hier abgestimmt. Nein, es gibt jetzt einen Änderungsantrag zunächst. Sie kennen alle das Prozedere. Wir haben wie bei jedem Parteitag hinten die Antragscomputer. Da gibt es ein Eingabeformular, wo Sie die Änderungsanträge stellen können. Und ich frage einmal, ob dort ein Antrag vorliegt. Liegt keiner vor. So, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer diesen GO-Antrag. Ich hatte gerade gesagt, es gibt einen Änderungsantrag, den wollte ich mündlich vortragen. Ich beantrage 5 Minuten Unterbrechung der Sitzung. Es gibt 2 Änderungsanträge, die hier eingereicht werden, die wir mit unterstützen oder entscheiden können sollten. Die konnten nicht eingereicht werden, nachdem nur 2 Redner sprechen konnten. Also Beantragung 5 Minuten Sitzungsunterbrechung. Okay, das ist ein zulässiger Geschäftsordnungsantrag, weil die Abstimmung noch nicht eröffnet war. Und zwar auf Unterbrechung von 5 Minuten, wenn Sie... Gibt es dazu eine Gegenrede? Bitte schön. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir doch schon wieder etwas. Jetzt zieht das alles wieder in die Länge. Es geht darum, ob die Partei sich festlegen möchte, wie wir im Sozialprogramm stehen. Es geht jetzt nicht darum, wie wir uns festlegen. Es geht nur darum, ob wir uns festlegen. Und ich glaube, wir sollten uns festlegen. Und das hat überhaupt keinen Sinn, wenn jetzt versucht wird, inhaltlich hier schon wieder was zu machen oder parteipolitisch. Es geht um die Sache und deshalb sollten wir endlich zu einer Abstimmung kommen, als das Ganze immer weiter rauszuschieben. So, der Antrag auf Unterbrechung von 5 Minuten steht. Sie haben eine Rede, eine Gegenrede gehört. Wir kommen zur Abstimmung. Wer diese Versammlung für 5 Minuten unterbrechen möchte, bitte jetzt die blaue Stimmkarte heben. Dankeschön. Wer die Versammlung nicht unterbrechen möchte, bitte die rote Stimmkarte, dann die weiße Stimmkarte für Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und wir unterbrechen nicht. So, und kommen jetzt zur Abstimmung.
Ja, meine Damen und Herren, dann jetzt also die Abstimmung in der Sache, nach dem, was der Thüringer Landesvorsitzende Höcke vorgetragen hat, einen Parteitag einzuberufen in Sachsen im Jahr 2019, wo es ganz stark um Fragen der Sozialpolitik gehen soll. Und dieser Antrag ist hier angenommen worden mit der Mehrheit der Delegierten. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende des Tagesordnungspunktes 11 angekommen. Der wird damit geschlossen. Wir kommen